Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Parkbauprojekt Mountains auf Alaska. Beim letzten Mal haben wir unser erstes größeres Gehege gebaut. Und die Bewohner des Geheges haben auch wieder tolle Namensvorschläge von euch bekommen. Und es geht natürlich auch wieder direkt weiter mit dem Bauvorgang. Dafür müssen wir erstmal auf der Fläche, wo wir heute bauen wollen, den Wald entfernen und das Terrain von der Höhe ein wenig anpassen. Die Lagunenbecken, die ich hier platziert habe, dienen übrigens hier nicht als Lagune. Die habe ich da wieder verwendet, damit wir so eine schöne Betonmauer haben. Weil ich wollte hier natürlich auch wieder mit Höhenunterschieden arbeiten. Wenn man viel mit Höhenunterschieden arbeitet, ist es dann teilweise auch immer so ein bisschen ein Hin und Her, bis man dann die richtige Höhe gefunden hat und alles vernünftig übergeglättet hat. Also wundert euch da nicht, wenn das mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger dauert. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich habe mir das von der Wegform nicht ganz gefallen, deswegen musste ich da nochmal so einen kleinen Teil abreißen, damit ich dann die Rundung von dem Weg ein bisschen passender gestalten konnte. Aber das war ja nur dieser kleine Sitzbereich, den können wir dann im Nachhinein wieder easy dahin machen. Das sollte ja keine Probleme machen. Und jetzt kann man endlich sehen, was genau hier geplant war, nämlich diese Betonmauer wollte ich erzeugen. Habe ich jetzt schon öfter im Park verwendet und ich muss sagen, dass mir das echt gut gefällt. Und unterhalb dieser Betonmauer wollte ich dann eine Lagune bauen. Hier wird dann auch wirklich das Wasser da bleiben, also das ist jetzt nicht nur, damit ich so eine Mauer habe, sondern hier wollte ich dann auch wirklich mal eine Lagune bauen. Hier an dieser Stelle sieht man jetzt nochmal ganz gut, was ich vorhin meinte, dass es dann teilweise mal ein bisschen länger dauert, wenn man so mit Höhenunterschieden viel arbeitet. Weil dann kann es auch mal passieren, dass da so ein Erdknubbel durch den Beton guckt. Dann muss ich das wieder überglätten, dann muss ich es wieder anpassen von der Höhe. Aber irgendwann passt es dann einigermaßen. Und dann ist das Ergebnis auch echt schön. Also ich finde, der Aufwand lohnt sich da immer. Nach und nach werde ich jetzt hier den Bereich auch noch anpassen, gerade auch was die Lagunenform angeht, weil die waren natürlich jetzt vom Wasserbereich noch ein bisschen sehr klein, muss man sagen. Also da würden sich, glaube ich, die Lebewesen nicht drin wohlfühlen, deshalb musste ich daran noch ein bisschen was ändern. Aber ihr kennt mich ja, ich habe mir natürlich wieder vorher keinen Plan gemacht und deshalb ja, wird das jetzt alles nach und nach entstehen, weil ich bin ja gerne immer so, dass ich einfach drauf losbaue. Da habe ich jetzt nochmal ausprobiert, wo ich die Lagune am besten erweitern kann. Und eigentlich hat sich hier vorne der Bereich ganz gut angeboten. Und dann hat mir das eigentlich auch schon gereicht von der Größe, dass wir dann nochmal so einen bisschen größeren Bereich haben. Und die Wassersaurier können ja auch noch unter die Mauer sozusagen schwimmen, weil die Lagune geht dort ja noch weiter. Ich habe das da so ein bisschen rein versenkt. Und eigentlich haben die noch mehr Platz. Aber ein sichtbarer Bereich vom Wasser hat mir jetzt ausgereicht. Also so war ich dann zufrieden. Ich wollte das Ganze auch nicht zu groß machen, weil es halt immer noch ein Bergpark ist und deswegen soll natürlich der Hauptteil vom Terrain Berg sein und nicht Lagune. Dann habe ich auch noch ein paar weitere Besucherläden platziert und eine Toilette und auch zwei Türme. Und jetzt musste ich hier wieder ein Stück Weg entfernen, was auf einer Lagune ist. Das ist ja immer so problematisch gewesen in den letzten Folgen. Aber ihr hattet mir ja den Tipp gegeben, dass man bei dem Entferntool explizit anwählen kann, was nur entfernt werden soll. Dann kann man da Wege anklicken
Und dann kann man problemlos auch die Wege auf den Lagunen entfernen, ohne halt immer die Lagune zu löschen und wieder hinzubauen am Ende. Also vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Ist echt hilfreich bei meinem Bauprojekt hier. Auf der anderen Seite habe ich dann zwei Lagunen-Beobachtungsgalerien gemacht. Und der beste Weg, dort rüberzukommen, war für mich wieder ein Tunnel. Finde ich beim Bergpark sowieso mega praktisch. Dann kann man nämlich auch mal an Bereiche kommen, wo man dann nicht unbedingt einen Weg hinführen muss, weil das ist ja teilweise dann immer anstrengend, wenn man gerade Höhenunterschiede und so hat, dann so einen geschlängelten Weg da hoch und sowas. Dann ist die Tunnellösung immer ein bisschen die simplere. Und natürlich musste hier drumherum dann auch wieder viel Terrain angepasst werden, damit das Ganze schön bergig aussieht. Wenn man dann mal einen Weg auf eine andere Ebene führen möchte und der nicht zu steil sein soll und vernünftig übergeglättet sein soll, empfehle ich euch immer, das Terrain so stufenweise ja erstmal anzupassen und auch so ein bisschen in die Breite zu ziehen nach links und rechts und dann den Weg dort runter zu führen. Weil wenn man das so vorbereitet hat, klappt das mit dem Überglätten halt wirklich immer richtig gut. Ist halt auch immer wichtig, dass ihr ein bisschen weiter nach links und nach rechts geht, als der Weg halt breit ist. Weil ansonsten würde der halt auch nach links und rechts abfallen, wenn ihr da überglättet. Deswegen müsst ihr es immer ein bisschen breiter ziehen am besten. Und jetzt ging es schon so ein bisschen an die Feinarbeiten. Die machen tatsächlich immer mit am meisten Spaß. Erstmal so ein bisschen hier die Wegfläche anpassen bei den Besucherläden. Dann haben natürlich hier auch noch Zäune gefehlt, damit die Besucher nicht in die Lagune plumpsen. Da habe ich mich wieder für diese relativ niedrigen Zäune entschieden. Und hier musste ich auch wieder alles ein bisschen korrigieren vom Terrain. Sah schon wieder alles hier ein bisschen wüst aus. Aber das war auch kein Problem. Also konnte man eigentlich relativ schnell lösen, das Ganze. Und dann habe ich hier den Sitzbereich wieder hingebaut, den ich vorhin am Anfang ja entfernt hatte, damit wir den Weg besser von der Form gestalten können. Und ich habe das erste Mal so ein schönes Lagunenschild benutzt. Ich liebe ja die neuen Deko-Objekte, muss ich sagen. Die sehen wirklich richtig schön aus. Das Ganze dann noch mit ein paar Steinen eingebaut oder Felsen. Und dann auch den Berg dahinter noch ein bisschen angehoben. Und dann kam natürlich auch der ein oder andere Baum noch dazu. Auch auf der anderen Seite habe ich das Ganze noch ein bisschen bergiger gemacht und auch wieder ein bisschen Schnee drauf und auch natürlich der ein oder andere Baum. Ist ja auch mittlerweile so praktisch, dass man Bäume halt auch einzeln platzieren kann, weil gerade an so Stellen, die direkt am Weg und sowas sind, sieht das meistens, wenn es halt random mit diesem Tool platziert ist, nicht so schön aus.
Und dann kann man das halt alles individuell anpassen, wie man es möchte. Ich mag es tatsächlich auch meistens lieber, wenn direkt am Weg niedrigere Bäume sind, als statt so richtig hohe Brecher. Und auch gerade an solchen Bereichen wie hier vorne ist es sehr praktisch, weil da wollte ich halt keinen Zaun mehr hinmachen. Und dann habe ich das Ganze einfach mit Bäumen sozusagen abgesteckt, damit die Besucher dort nicht in die Lagune hineinlaufen können. Und als nächstes habe ich mich dann um den Bereich gekümmert, wo diese Aviarienlagunen platziert waren. Diese kleine Wegfläche wollte ich nämlich auch noch ein bisschen besucherfreundlicher gestalten, mit ein paar Dekoobjekten. Da habe ich mich für diese schönen kleinen Springbrunnen entschieden. Damit kann man halt auch so richtig schön Begrenzungen abstecken. Die gefallen mir echt gut, die Springbrunnen. Und die Lücken dahinter, also die Lücke zwischen Lagune und Weg, habe ich dann mit Blumentöpfen aufgefüllt. Dann noch der ein oder andere Stuhl und Tisch, damit sich die Besucher auch mal hinsetzen können. Auch wenn sie das ja leider nicht machen. Ich hoffe da immer noch auf ein Update, dass sie dann auch wirklich diese Objekte benutzen, die Besucher. Das wäre schön. Dann mussten aber natürlich auch noch die Besucherläden angepasst werden. Da kann man ja auch einiges individualisieren. Habe ich natürlich alle im gleichen Stil gemacht, die Gebäude. Und da mussten natürlich auch noch die beiden Türme mit dem Weg verbunden werden. Und da ich ja vorhin die Toilette entfernt hatte wegen dem Tunnel, habe ich sie jetzt hier nochmal hin platziert. Und in das Gehege kommen.
5 Attenborosaurus. Ich schwimme hier leider noch so ein bisschen durchs Terrain. Aber das kann ich leider nicht ändern. Von der Größe sollte das aber gut passen. Also die haben auf jeden Fall noch genug Platz. Bei Mosa wäre es, glaube ich, eng geworden. Und die Skins sehen auch mega aus. Die schwimmen übrigens dann teilweise auch hier in die Mauer rein, weil da unter logischerweise die Lagune noch weitergeht. Das macht aber ja auch nichts. Und diese Dinosaurierbedrohung kommt halt, wenn die unter den Wegen lang schwimmen. Das kann ich leider auch nicht ändern. Jetzt zeige ich auch noch das hier nochmal mit der Mauer. Das geht nämlich auch nicht weg. Also sind das alles so Kleinigkeiten, die entstehen halt durch die Mods. Aber finde ich ehrlich gesagt halb so wild. Ihr könnt natürlich auch wieder tolle Namensvorschläge für die 5 Attenboros in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück verewigt ihr euch dann hier als einer dieser Attenboros. Jetzt schwimmt er direkt wieder in die Mauer. Super. Weil hier unter könnt ihr halt auch tauchen, wie sie wollen. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es jetzt mit der heutigen Folge gewesen sein. Lasst ein Like da und wir schauen uns nochmal an, was wir heute gebaut haben.